Was geht, meine Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video von einem Alzheimer-Kranken 26. Ich bin 25. Digga, ich habe gar nichts in meinem Leben unter Kontrolle. Was geht ab? Leute, ich kann mir nicht mal die einfachsten Sachen merken, wie meine Begrüßung oder meinen Namen. Dafür, meine Freunde, bin ich ein extrem kreativer und geisteskrank witziger Unterhalter. Sollte man meinen, wenn man sich die Abonnentenzahl auf meinem Kanal anguckt. Leider ist das nicht der Fall. Ich klaue eigentlich meistens so Content von anderen. Aber hier ist der unwiderlegbare Beweis, meine Freunde. Ich habe Thomas gestern folgendes Memo gesendet. Hört mal ganz kurz rein, meine Freunde. Ja, Thomas, ich habe eine Frau mit einem ultrahässlichen Tattoo gesehen. Da war so ein Jack Sparrow-Tattoo. Ich habe fast so kotzt. Ich hab das gesehen, hab, der hat das am Bein gehabt, Digga. Magst du mir 25 Bilder von richtig behinderten, hässlichen Tattoos raussuchen? Ihr habt gehört, meine Freunde, 17:55 Uhr. Gestern habe ich Thomas geschrieben, Thomas, es gibt doch sicherlich ziemlich hässliche Tattoo-Fails, die ich mir auf jeden Fall mal zu Gemüte führen muss. Und als ich dann gestern dieses Tattoo gesehen habe, Leute, also nochmal, diese Frau hat sich wirklich ein Jack Sparrow-Tattoo auf den Unterarm gemacht. Hier vielleicht ein gutes Jack Sparrow-Tattoo, hier vielleicht ein schlechtes Jack Sparrow-Tattoo. Und ich glaube, das schlechte Tattoo, was ihr hier gerade seht, zehnmal so beschissen sah das Tattoo auf jeden Fall auf ihrem Unterschenkel aus. Was soll ich dazu sagen, meine Freunde? Wir sind auf jeden Fall jetzt hier und schauen uns die größten Tattoo-Fails an, die es überhaupt weltweit gab, und ich reagiere und schreie einfach mal rum. Ganz kurze Info, meine Freunde, ich bin bis dato noch nicht tätowiert, habe es irgendwann vielleicht mal vor, ich weiß es noch nicht, ich glaube, wenn ich das richtige Motiv finde und den richtigen Zeitpunkt und den richtigen Tätowierer, wird das vielleicht irgendwann eintreten, aber bis dato, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich eigentlich nicht tätowiert, echt zufrieden. Ich finde Tattoos ästhetisch sehr, sehr schön und finde es extrem cool, wenn man bestimmte Nachrichten in Tattoos versteckt oder bestimmte Dinge einfach in einem Tattoo mitverarbeitet, aber ich glaube, die Sachen, die wir uns jetzt angucken, sind das genaue Gegenteil, denn ich glaube, mit Ästhetik hat das hier nicht mehr viel zu tun. Öffnen wir direkt das erste Bild, meine Freunde, und schreien direkt mal rum. Thomas, hier ist jetzt ein Screenshot, da steht 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr Busszenen mit Ben und dem Streber. 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Thomas, das ist ein Drehbuch. Warum ist hier ein... Kannst du nicht einmal deinen Scheißjob... Machst du das mit Absicht, damit du Screentime bekommst, oder was, Junge? Machst du das mit Absicht, damit du Screentime bekommst? Hör auf damit, Alter! Ich will Tattoo-Feld sehen und keine Drehpläne von dir. Hier ist ein Screenshot von Freddy Sturmwaffel. Hier ist ein Boarding Pass. Thomas! Thomas! Kannst du einmal deinen Job richtig machen, du dämlicher Vollidiot, Mann! Ich weiß nicht mal wieso, Alter. Weil du dumm bist, ich kack dir, weil du dumm bist. Dumm bist du, dumm, dumm, dumm. Gut, Leute, beginnen wir mit dem ersten Tattoo und ich sehe hier eine Libelle, glaube ich. Und ein grünen Oger, was ist das, Alter? Das sieht einfach nur aus, als würde der Arm von der Frau abschimmeln und als hätte irgendein Crack-Junkie mit einer Spritze da irgendwas reingeritzt, Alter. Was ist das für ein Tattoo? Welcher Tätowierer tätowiert so? Das sieht aus wie von einem 10-jährigen Kleinkind gemalt mit zwei linken Händen oder mit zwei Stumpen als Händen, Alter. Also, ja, da frage ich mich dann auch, wie hat das Originalbild ausgesehen, was der Kunde dann dem Tätowierer gezeigt hat? So, hier hat eine hässliche Libelle, ich hätte die genau gern so auf meinem Unterarm. Ja, richtig, richtig schön, auf jeden Fall. Ganz großes Kino. Ja, hier ist ein schönes Joker-Tattoo und ich muss ganz ehrlich sagen, dass dieser Joker, also, das ist jetzt nicht so schön. Ich meine, schöner liegt ja immer im Auge des Betrachters, aber ich glaube, wir können uns alle einig sein, dass dieser Joker auf jeden Fall nicht so aussieht wie der Joker, den wir kennen. Da steht jetzt auch noch irgendein Name, Domogott, ist es nicht Demogods? Demogods eigentlich, nicht Domogods, ja. Dann ist hier noch ein paar Karten, da steht Joke, das wird wahrscheinlich das Tattoo bezeichnen, nicht Joker, sondern Joke. Und dann hier auch nochmal, keine Ahnung, sieht halt aus wie mit Edding und Bleistift gemalt, ne? Ich glaube auch, gut tätowieren ist echt schwierig, aber vielleicht sollte man, wenn man sich dann tätowiert, nicht nur 20 Euro hinblättern. Ja. Da muss ich jetzt gar nichts mehr zu sagen. Ich finde Gesichtstattoos ja sehr, sehr cool eigentlich. Ich finde ja auch die Sachen, die Tee und sowas machen. Und bin ja auch immer einer der Ersten, die das dann quasi mitsehen. Richtig, richtig nice und finde es extrem geil, wenn jemand Gesichtstattoos hat tatsächlich. Und die halt einfach zur Person oder zum Körper passen oder die ganze Ästhetik dieser Person irgendwie abrunden. Das ist halt jetzt ein Wolf bei einem Kerl, der aussieht, als würde er irgendwo in einer Versicherungsagentur arbeiten. Und ich glaube, danach hat er seinen Job auf jeden Fall verloren. Ich nehme an, dass diese braunen Stellen hier wahrscheinlich etwas Dermatologisches an seiner Haut gewesen sind. Und er gesagt, hey, ich mache jetzt einfach einen Wolf dahin, der meinen Mond anheult. Und ja, ich glaube, es hätte eine bessere Möglichkeit gegeben, diese Stellen zu verstecken. Interessanter Ansatz. Nicht. Ja, was ist das? Ist das ein Haufen Scheiß oder ein Regenwurm oder eine Schlange oder irgendein Pokémon? Ich kann es nicht erkennen. Es sieht einfach wirklich aus wie... Die Katze von Alice im Wunderland. Das ist eine Katze? Das ist doch keine Katze. Oh mein Gott, das soll die Katze sein? Also entweder ist dieses Tattoo echt schon ziemlich alt oder der Tätowierer hat noch nie in seinem Leben irgendetwas auf eine menschliche Haut tätowiert. Wahrscheinlich bis dato nur Orangen. Ich habe keine Ahnung, wie das die Katze von Alice im Wunderland dastehen soll, diese breite Grinsekatze. Ich meine, ich bin jetzt halt auch vielleicht ein bisschen voreingenommen. Ich bin halt nur Leute gewöhnt, die echt extrem viel Geld für Tattoos ausgeben. Die Tattoos sehen dann auch dementsprechend gut aus. Aber warum macht man sowas? Ich meine, welcher Mensch sagt dann am Ende, guckt sich seinen Arm an oder schaut dann in den Spiegel und sagt, nice. Damit gehe ich nach Hause. Dankeschön. Da würde ich doch mein Geld zurückverlangen und denjenigen wegen Körperverletzung verklagen, oder? Ja, hier dann ein Bild von irgendeinem alten Mann auf irgendeinem alten Mann Oberarm. Man erkennt ja nicht mal ein Gesicht. Also, es ist ja wirklich schwer zu erkennen, wer das jetzt ist. Ich meine, das könnte jetzt irgendein Seefahrer sein.
oder irgendein Entdecker. Ich dachte zuerst, es wäre Isaac Newton, aber das kommt auch nicht hin. Es könnte einfach Gandalf sein oder halt irgendein Obdachloser, dessen Gesichtsabdruck sich, nachdem er komplett mit Tinte bekleckert, sich bei mir in der Bahn an meinem Oberarm angelehnt hat, sich daran abgedrückt hat. Ich weiß es nicht. Ja, auch interessante Schattierung an der Stelle. Ich glaube, Schattierungen sollte man halt so einsetzen, dass sie halt das Ganze abrunden und nicht das komplette Tattoo aus Schattierung bestehen sollte. Oder? Weil ich glaube, zu viele Schattierungen, dann erkennt man ja. Ist ja auch egal. Thomas, ja. Kannst du mir vielleicht kurz erklären, welches liebenswürdige Elternteil sich sowas auf dem Kind tätowiert? Also auf, ich meine, erstmal, ich würde... Dein Erstgeborenes, ist das auf deinem Arm? Ja. Du bist entlassen. Ja, Leute, was soll ich sagen? Also, Kindertattoos sind auch immer so eine Sache, ein Porträttattoo ja generell. Entweder man lässt es halt von jemandem machen, der es wirklich drauf hat, oder man lässt es am besten sein. Ich würde mich jetzt als Amelina Mau oder Amelina Maurice oder Amelina... Hab ich weggeschnitten, weil der Nippel ist. Ach Gott. Ja, Amelina Mauries wahrscheinlich, würde ich mich auf jeden Fall echt beleidigt fühlen, wenn das mein Vater auf der Brust tragen würde. Vielleicht sieht das Kind auch wirklich so aus, dann tut es mir doppelt leid an der Stelle. Ja, hier dann scheinbar der Wolf der Familie Stark von Game of Thrones, der einfach nur aussieht wie... Also, tut mir leid. Braucht man nicht als Tätowierer, muss man da nicht irgendeine Prüfung oder sowas machen? Oder gibt es nicht irgendjemanden vom ethischen Gesundheitskomitee, der absegnet, hey, du hast die Qualifizierung erhalten, du hast jetzt einen Zeichenkurs gemacht, du darfst jetzt kleine Mandalas bis 6 Farben darfst du stechen. Aber das ist doch einfach eine Unverschämtheit, Alter. Das ist doch kein Wolf, Junge. Das sieht aus wie ein Schwein, was gegen die Wand gelaufen ist. Junge, das sieht aus wie General Dieter und Edgar und Paluten in einem Bild zusammengeschmissen, Alter. Was ist das? Was ist das, Alter? Stell dir mal vor, du bist Game of Thrones-Fans und zeigst jemand dein Tattoo auf einer Convention und die Leute stechen dich einfach ab dafür. Das ist nicht ernsthaft oder so, oder? Also, nee. Nee, das ist einfach... Nee, das ist scheiße. Was ist das? Wo sind da die Proportionen hin? Warum hat der so kleine Beine und warum ist der Kopf so groß? Das ist doch nicht... Das ist... Und warum hat der... Ich meine, das sieht aus, als würde dem Kind der Kopf platzen, weil der Kerl hier noch so komische Adern und Fissuren am Arm hat, Alter. Das ist... Ich meine, ich finde es ja süß, wenn ihr eure Kinder halt als Tattoo mit euch rumtragen wollt. Aber das ist doch dem Kind gegenüber nicht fair. Wenn dein Kind wirklich so aussieht, dann tut es mir leid, Alter. Wirklich, da stimmt doch gar nichts, Alter. Wie hält dieses Kind den Ball? Wie hält dieses Kind den Ball? Was sind das für Finger? Warum hat es nur 4 Finger? So viele Fragen, die ich habe. Warum? Ich will einfach nur für die betroffene Person hoffen, dass dieses Tattoo nicht von Dauerhaftigkeit ist. Falls doch, dann tut es mir wirklich leid. Und ich glaube, dein Leben ist damit absolut gelaufen, wenn du dieses seltsame Jordan-Tattoo oder auch NBA-Logo, ich weiß nicht genau, was es darstellen soll, auf deiner linken Gesichtshälfte hast, ist dein Leben auf jeden Fall komplett gelaufen und ich würde definitiv niemals hingehen und mir so etwas stechen. Es tut mir leid. Thomas, ist das hier ein Superman-Logo? Ja, das ist dann auch ich an der Stelle. Das bist auch du? Ja. Okay, ich habe das noch nie bei dir. Gut, ich habe dich auch zum Glück noch nie nackt gesehen. Bam, bam, bam. Ja, man kennt doch das Superman-Logo mit dem Wikinger in der Mitte, oder? Das ist doch genau das, was alle kennen. Auch die wunderschönen Outlines hier und die tollen Farbwahl hier und das sehr zentrierte Tattoo generell. Das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich sagen muss, das ist geil. Und hier hinten im Hintergrund hängen sogar noch 10.000 Zertifikate. Best Tätowierer 2013, 14 und 15. Ja, vielleicht weil der Kerl im Jahr 2018 war. Leider Gottes ist dann der Tätowierer 2016 erkrankt und blind geworden. Seitdem tätowiert er einfach blind. Stabiles Tattoo, Bruder, würde ich mir auf jeden Fall auch gönnen. Extrem feierbar nicht. Hier stelle ich jetzt einfach mal gar keine Frage mehr und will einfach gar nicht wissen, wie es dazu gekommen ist. Das kann einfach nicht ernst genommen werden, sowas. Tut mir leid, ich skipp das einfach, sorry. Ja, hier hat sich jemand Schreck tätowiert und Schreck sieht aus wie ein Meth-kranker, total zugesoffener Nachbarsmensch. Und der Esel sieht auf jeden Fall aus wie Thomas höchstpersönlich. Ein Schreck-Tattoo ist ja immer eine schöne Sache. Memes und sowas, sich zu tätowieren, halte ich halt immer für schwierig, weil Memes ja auch nur eine Zeit lang lustig sind und irgendwann nerven sie halt. Das Schreck-Meme wird aber niemals alt und sterben. Das Tattoo allerdings an der Stelle ist, glaube ich, dem Film und dem ganzen Meme drumherum nicht ansatzweise würdig. Und wenn dich damit jemand sieht auf einem Reddit oder 4chan-Congress, ich glaube, derjenige schneidet dir einfach den Arm ab und opfert ihn dem Schreckgott. Also da würde ich jetzt fast schon sagen, dieses Tattoo ist einfach nur schrecklich. Aua. Ja, hier hat sich dann Martin mit einem Wachsmalstift einfach mal England auf den Arm geschrieben. Das von einem besoffenen Tätowierer nachts um 6 Uhr nachstechen lassen. Auch schön, damit man immer weiß, wo man herkommt. Falls man mal besoffen irgendwo am Strand liegt, kann man immer auf seinen Arm gucken. Da weiß man immerhin, in welches Land man zurückgehört. Tolle Idee auf jeden Fall. Würde ich mir definitiv nicht machen lassen. Hier haben wir einen Totenkopf mit Sonnenbrille und kann nicht ansatzweise erkennen, was das sein soll, beziehungsweise warum man sich so etwas sticht. Ich mache einfach weiter. Family First. Ja, gut. Sieht halt aus wie mit einem Window-Color-Stift geschrieben und die Font ist so dermaßen
dermaßen hässlich, dass es echt schwierig ist, das zu erkennen. Ist ja nett, wenn man sich so eine tolle Nachricht tätowiert und dann auch dekoriert sich irgendwie selber. Wie gesagt, wenn ich mir halt sowas Tiefgehendes machen würde, dann ist das einfach deiner Familie, glaube ich, gegenüber nicht würdig, wenn es so scheiße gemacht ist. Aber das muss ja jeder selber wissen, ne? Das ist ein sehr interessanter Drache. Ist das Yu-Gi-Oh? Ich sag dazu einfach nichts mehr. Hier haben wir einen Totenkopf mit einem schlagenden Herz und einem Nippel und das ist einfach in der Mitte der Brust und ich kann mir nicht ansatzweise ausdenken, warum sich das jemand tätowieren lassen sollte. Und damit sind wir glücklicherweise am Ende angelangt, meine Freunde. Es reicht auf jeden Fall. Ich glaube, ich schiebe mein Tattoo jetzt einfach noch ein paar Jahre nach hinten. Ich meine, vielleicht mache ich es mir einfach, wenn ich alt und faltig bin und tätowiere mir einfach die Falten nach dem Gesicht. Das hat, glaube ich, auch noch niemand gemacht. Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu so gefällten Tattoos in die Kommentare. Was sagt ihr dazu, wenn plötzlich euer Bruder vielleicht einfach mit einem Family First und England-Tattoo unterm Auge nach Hause kommt. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Wenn ihr eine weitere Folge davon sehen wollt, Leute, lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da und das war's dann an der Stelle. Ich bin damit für heute raus und bin auch echt froh, dass ich das jetzt hinter mir habe. Auf Wiedersehen, macht's gut, ciao, ciao.